Back to the roots. Genau, ob man vielleicht Schweine. Ja, vielleicht hören wir sehen wir Wildschweine. Wildmenschen. Wilde Menschen. Wilde so. Menschen, ja. Also, oh, Uble! Dann machen wir mal ein Date aus, weißt du? Der Uble raucht. Das meinst. Weißt du, wer ich bin, du kleine Penner? Nee, der weiß nicht. Weißt du, wer ich bin? Wer ich bin? Ja. Ich bin der Rambo. Oh nein, es fängt an zu regnen. Ja, das hat die Hexe bestellt, das Wetter. Super. Darf ich Maske? Kann ich Maske aufsetzen? Ich wusste es. Der schreckt immer kleine Kinder. Das merkt man schon. Ja, es geht los, Mann. Ich hab zwar Gänsehaut, ne? Aber mir ist warm. Ich schwör's dir, Alter. Oh, shit. Halt's Maul, ich will schlafen. Voll unfreundlich. Es waren frische Reifenspuren in der Wiese zu erkennen, also da ist definitiv jemand reingefahren die letzten Tage. Und was noch viel eindeutiger ist als Beweis, dass hier bald Zeltlager ist, am Waldrand hinten stehen einige Dixi-Klos neben mir. Ich erstand. Dicke Decke! Mexiko! Danke! Bitte, du Arschloch! Schlafen unser Böken oder in der Bahnhofsmission. Mission! Wow. Alter, ist das eine krasse Nummer. Und liebe Zuschauer, das ist unser DJ für heute Abend. DJ Black. DJ Black. Veranstalter. Wie kann man hier draußen überleben am besten? Man muss Überlebensausrüstung mit haben, Zelt aufbauen, kleines Lagerfeuer bauen und dann am besten niemals allein. Am besten 2-3 Leute zusammenhalten. Wenn ihr bei dieser Tafel seid, da die nächste Kreuzung oben, da ist schon die obere Grenze. Genau, schaut mal, ob dort was los ist. Danke. Bis jetzt keine Sichtung, die Geister haben sich versteckt. Wir gehen jetzt ganz hinterher und gucken uns durch und dann suchen wir in den Gärten. Ja, genau, wenn ihr an der oberen Kreuzung seid, Bürgermeister-Rotstraße, wo das Schild ist, 850 Jahre, da ist obere Grenze, da könnt ihr ja die andere Straße wieder runtergehen. Kein Mensch überfällt ein Zeltlager alleine. Ohne Scheiß, du hast Glück gehabt, dass der nicht am Topf nur die Nudeln erwischt hast, ne? Ja, dann wären wir besser. Sonst wäre er echt besser. Ja. Ja, ich wusste, da waren ja Wachen drin, deswegen konnte ich ja nicht groß Auswahl. Groß Auswahl! Du hättest es sein unterhalten können mit Du hättest es sein gehabt, weil es so voll ist. Ja, nächstes Mal dann. Aber was hat es mit deiner Banner da auf sich? Bist du das immer regeln? Forscherbeiden. Ja, aber mit dem Totenkopf hat es irgendeine Bedeutung gehabt oder einfach nur so? Einfach nur so. Du musst im Prinzip versuchen, ein Fuchs zu sein. Ein schlaues Tier auf Beutezug. Schnell, leise und schlau. Immer einsatzbereit und immer wachsam.